Hi Leute, in dem Video heute. Hi Leute, das Ende von Roletics. Also, oh, ich habe ein bisschen gebangt vor dem Video und weiß nicht, ob das alle verstehen werden. Auf jeden Fall, erstmal geht es darum, der Kanal wird nicht zugemacht, sondern es gibt eine Namensänderung. Vermutlich, wenn das Video hochgeladen ist, hat es die schon gegeben oder sie wird es noch geben. Und um was es mir geht, wollte ich mal erstmal kurz erzählen. Und zwar habe ich so in den letzten Wochen lang drüber nachgegrübelt und nachgedacht. Und ja, ich bin immer mehr zu diesem Entschluss gekommen, dass ich den Namen ändern wollte, beziehungsweise mir ist einfach ein neuer Name gekommen. Und den Namen, ich verrate euch noch, aber noch nicht am Anfang vom Video. Aber ja, um was es mir eigentlich geht. Roletics, den Namen fand ich ganz schön und nett. Hat mich jetzt 2 Jahre begleitet und Name ist, denke ich, was so Wichtiges. Gibt den ersten Eindruck, allein was da schon mitschwingt mit dem Namen. Ich möchte den Namen auch nicht ständig immer wieder hin und her ändern. Und mal in, ja, mal so heute, mal so morgen. Ja, deswegen. Ich wollte zum einen, ein Grund war, warum ich den Namen ändern möchte, ist, weil ich von dem Rohkost gelabelt wegkommen möchte. Allgemein möchte ich von diesem gelabelten, von diesem Schubladendenken wegkommen, weil da viele noch anhaften und deswegen finde ich es auch schön, einen Namen zu benutzen, wo jeder erstmal fragt, so, was bedeutet das eigentlich? Die ersten Leute, wo ich gefragt habe, wo ich den Namen gesagt habe, den ich jetzt verwenden möchte oder jetzt schon verwende. Die haben erst mal gesagt, oh ja, und was bedeutet das? Was heißt das? Und ich so, nix. Nix heißt das. Und das ist gerade das Schöne, finde ich. Es bedeutet nichts, der Name. Denkt mal drüber nach, wie viele Firmennamen es gibt, wo eigentlich kein Mensch weiß, was es bedeutet. Die haben sich irgendwann einfach so etabliert. Die sind einfach so in den Sprachgebrauch übergegangen und wenn man den Namen sagt, ist einfach klar, was gemeint ist. So Namen wie, bekannteste ist wahrscheinlich Google. Was heißt denn Google? Wer weiß, was Google heißt? Oder irgendwelche Namen, Rewe, Edeka, keine Ahnung, was das überhaupt heißt. Und davon gibt es noch zig Beispiele. Und den Namen, ja, der mir so gekommen ist, da ging es mir eigentlich mehr um den Klang. Ich weiß es nicht, für mich hat es sich einfach richtig angefühlt. Muss keiner vielleicht, können es viele nicht nachvollziehen, den Namen. Muss keiner verstehen, es ist ein einfacher Name, es ist ein kurzer Name. 3 Buchstaben, jeder kann sofort ausschreiben, aussprechen. Das ist das Wichtigste und für mich ist das Bedeutendste irgendwie der Klang. Ich weiß es nicht. Er hat einfach mit mir resoniert, der Klang. Es war einfach so ein Gefühl und ja. Deswegen möchte ich den Kanal so nennen und den Namen möchte ich auch beibehalten. Dadurch, dass ich mit dem Namen nicht mehr gelabelt bin, nicht mehr an eine Schublade gebunden bin, mit Rohkost, mit vegan oder egal, was es auch immer für Vorstellungen sind in den Köpfen. Dadurch ermöglicht es mir, einfach mehr Menschen zu erreichen, ohne Vorurteile. Und dadurch, dass ich die Rohkost nicht mehr im Namen habe, kann ich mehr Leute mit Rohkost erreichen. So paradox es klingen mag, aber es ist wirklich so, viele Leute sind noch abgeschreckt vor solchen Namen oder vor solchen Schubladen. Und dann geht so ein roter Vorhang davor. Und ich möchte einfach weiterhin darüber sprechen, euch weiterhin informieren darüber. Aber
einfach nicht von vornherein auf so eine Schublade gelabelt sein. Genau. Und das ist so, ja, langzeitmäßig mein Plan, was da so für Gedanken hinterherrühren, hinter dieser Namensänderung jetzt. Und ja, vielleicht können viele nicht verstehen oder den Namen finden nicht schön. Ich hoffe doch, sagt mir eure Meinung, mich interessiert es wirklich sehr, was ihr so sagt zu dem Namen. Um jetzt mal auszusprechen, Ium ist der Name, Ium. Es wird euch erstmal Ium, ja. Es ist kurz, habt ihr euch wahrscheinlich jetzt schon gemerkt, 3 Buchstaben IUM, Ium. Ja, so soll der Kanal ab jetzt heißen. Und ich hoffe, er gefällt euch. Ja, ich habe wirklich lange überlegt, ob ich den Namen ändern soll. Und es hat sich für mich einfach richtig angefühlt und ich möchte es einfach machen. Auch wenn es vielleicht ein Entschluss sein mag, den vielleicht der ein oder andere jetzt am Anfang noch nicht nachvollziehen kann. Das ist das, was mir auf dem Herzen brennt und das, was ich umsetzen möchte. Und mein Inneres hat einfach Ja dazu gesagt und so möchte ich das auch umsetzen. Genau. Also lasst mir gerne mal euer Feedback da unter dem Video, was ihr dazu sagt. Ich bin gespannt. Genau. Ansonsten macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wann auch immer ihr das Video anschaut. Und bald werde ich dann auch schon in Sri Lanka sein und ab da wird es dann gleich mal, ja, ganz viel neuen Input geben, schöne Aufnahmen bestimmt. Ich werde, ja, vermutlich zu Benjamin von Fruchtlawine gehen und dort eine Zeit lang verbringen, mal schauen wie lange. Genau, werde euch da auch auf dem Laufenden halten und mal schauen, was sich da so ergibt. Genau, da könnt ihr euch auf jeden Fall auf einiges freuen und ich freue mich auch total drauf, da wieder richtig schöne Videos irgendwo im Dschungel, am Strand, bei schönem Sonnenschein zu machen. Genau. Ansonsten, ich bin gespannt, eure Kommentare zu lesen, wie gesagt. Macht's gut, schönen Tag euch. Ciao.